So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Leben, der Survival Show. Und heute haben wir so ein kleines Plänchen vor uns. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, mein Bogen hat mittlerweile auch Stärke 5. Ne, ich glaube, das habt ihr noch gar nicht mitbekommen. Ich habe meine Schwerter und so weiter auch noch öfter verzaubert. Ich habe jetzt das Schwert mit Plündern 3, Verbrennung 2, Rückstoß 2, Haltbarkeit 3 und Nemesis Gliederfüße. Da habe ich noch ein Schwert, da möchte ich Schärfe 5 raufbekommen, weil ich hier in meiner Kiste, hier habe ich mir noch eine Diamanthacke mit Behutsamkeit geholt. Und hier habe ich ein Schwert mit Schärfe 5. Und Rückstoß 2 ist zwar nicht so geil, aber Schärfe 5, Schärfe 4, ich will noch ein Dia-Schwert mit Schärfe 4 bekommen, damit ich mir dann Schärfe 5 Dia-Schwert draus machen kann. Ich hoffe, dass noch Unbreaking auf das Schwert mit drauf kommt. Also Unbreaking und Schärfe 4 wäre das Beste, was drauf kommen könnte. Kann ich die beiden zusammen craften und da habe ich ein sehr geiles Schwert. Vielleicht kommt auch Feuer drauf. Dann habe ich so ein ultimatives Mega-Schwert. Ansonsten habe ich hier noch mein Monster-Töten 7-Schwert. Also für gegen Zombies und Skelette und wenn man jetzt hier ist. Ich habe Minecraft auf Deutsch gestellt, weil irgendwie alle hier auf dem Server Minecraft auf Deutsch gestellt haben. Rapschitz ist gerade auf dem Server, es ist gerade 4 Uhr morgens, deswegen ist auch der Server mal recht leer. Ich habe mir hier eine Kiste hingestellt, da will ich gerade Spenden sammeln für eine Kettenrüstung, weil ich mir gerne eine Kettenrüstung craften will, die ich einfach so anhabe, wenn ich gerade nichts Gefährliches mache, weil ich finde, das sieht so lächerlich aus, in so einer Diamantrüstung rumzulaufen. Man sieht, wirkt einfach wie so ein Panzer oder so unbewegliches, unmenschliches Etwas. Und deswegen sammle ich mir eine Kettenrüstung zusammen, die crafte ich dann immer wieder zusammen und verzauber ich mal. Und da Rami gerade sein ganzes Zeug verloren hat, als er gestorben ist, beziehungsweise als er jetzt nochmal ertrunken ist, ne, er hat gerade seine Diamanthacke und so weiter verloren. Sein Level kann ich ihm natürlich nicht wiedergeben. Wir könnten natürlich auch... ja, schauen wir doch einfach mal. Ja, machen wir es sogar noch besser. Dann crafte ich mir sogar noch Stöcke. So. Ich habe ja gerade 30 Level. Ich kann es mir leisten. Da läuft er. Der Tote. Weil noch weiß er gar nicht, was ich vorhab. Haha. Aber da ich gerade noch ein paar Diamanten überhaupt und wahrscheinlich generell gerne Stripmine gehe, während ich mir irgendwelche Videos auf YouTube angucke, können wir doch mal gucken, was wir hier rauskriegen. Glück 3. Das ist perfekt. Das ist doch perfekt. Ich brauche nur Lapis. Wieso habe ich denn kein Lapis dabei? Egal, dann rennen wir noch mal ein bisschen. Stell ihm die Kiste einfach vor seinem Haus und sichere die auf ihn und mich. Ich weiß, er wird sie jetzt nicht abreißen können, aber ich kann sie ja später abreißen, wenn er sie geplündert hat. Und so kann ich auch sicher gehen, dass niemand anders die Kiste sieht und denkt, hey, die Kiste steht vor dem sein Haus, bestimmt ist die für mich gedacht. Ich nehme mal raus, was da drin ist. Solche Leute gibt es ja hier manchmal. Ich habe gerade keine Eingangstür, ich weiß. Alles zu seiner Zeit. Ich nehme gerade noch für morgen auf, wenn er schon so fragt. Ich wollte ihn ja nicht spoilern, dass wir gerade dabei sind, ihm auch ein Geschenk vor sein Haus zu stellen. Aber muss ja hier auch ein bisschen Weihnachtsstimmung im Frühling verbreiten. Ansonsten hatte ich vor, dass ich in dem Haus da, in meiner Berghütte... Hallo Zuschauer! Ein bisschen umherbaue. Dass ich das so noch ein bisschen mit Glas und so weiter ausbaue und mal diese Berghütte weiterbaue und dann noch eine Brücke auf die andere Flussseite und so weiter ziehe. Dass ich einfach in dem Haus ein bisschen weiterbaue, weil das andere habe ich ja irgendwie im Stream mit Bordado dann angefangen zu verunstalten. So, ich bin zu weit gerannt. Ich bin irgendwie ein bisschen dumm im Kopf, ich weiß. Tut mir leid, ich bin ein sehr verwirrtes Individuum. So, hier wollte ich nämlich rein. Es ist spät in der Nacht. Verzeiht die Umstände, wenn die besser ist als meine, dann. Haltbarkeit 3, Glück 3 und Effizienz. Nicht besser als meine. Also, so ist es nicht. Ich bin zwar nett, aber wenn sie besser als meine geworden ist, da kann ich dann auch nichts dafür, wenn ich auch was in die Spitzhacken hier tausche, ne? So, dann reißen wir die Werkbank ab, die ich hier hingestellt habe und gehen runter zur Rahmenhütte. Und da stelle ich ihm jetzt die Kiste hin. So, C, private, Rahm, achso, nee, Lord Rahm heißt er, Lord Rahm. So, jetzt kann Lord Rahm darauf zugreifen, eine Diamanthacke und zwei Diamanten. Das Ganze umrahmen wir mit ein bisschen Lapis.
Hier machen wir noch Holz drum. So. Sieht doch hübsch aus. Ein Geschenk für Tote. Habe ich einen Screenshot gemacht. Zombie. Ah, ich. Von Zombie. Schreibe es so. Gut, dann haben wir das dahingestellt. Vielleicht sieht das irgendwann, vielleicht sieht das heute nicht mehr. Oh, jetzt sogar nochmal gefunden sein Zeug. Na, Halleluja. Na egal, ich hab's ihm trotzdem jetzt hingestellt. Dann hab ich ja vollkommen umsonst ein Präsent vor dein Haus gestellt. Naja, wird dir trotzdem nützlich sein. Wahrscheinlich ist er in der Farmwelt gestorben oder irgendwo da hinten. Niemals. So, jetzt können wir in unserem Haus weiterbauen. Oh, und ich kann gerade mal gucken. Wie eine Keule. Ich habe ihm beim letzten Mal ein Hähnchen geschenkt, als er den Hafen umgebaut hat. Ich werde jetzt aber nicht jede Folge damit verbringen, hier mir den ganzen Server anzugucken, weil mittlerweile spielen halt einfach 20 Leute aktiv den ganzen Tag da drauf. Und ich kann ja nicht die Arbeit von 20 Leuten die ganze Zeit verfolgen. Wo habe ich das Schwert hingelegt? Da. Wir gucken nur kurz mal nach und dann laufen wir nochmal zurück. Gott weiß, die ersten 10 Minuten verbringen wir nur mit hin und her rennen und dann kommen wir dazu, bei meinem Haus rumzubauen. Aber was soll's? Die Cheeky. Auch um 4 Uhr. Was um 4 Uhr so los ist? Crazy. Können wir nochmal mein Schwert hier ein bisschen verzaubern. Verzimbeln. Ich will nur schauen, ob Schärfe 5, Haltbarkeit 3 ist. Ah, immer noch Haltbarkeit, okay. So, jetzt können wir aber endlich nach Hause düsen. Und dann im Haus rumbauen. Sowas mache ich immer den ganzen Tag. Warum ist es schon wieder so spät? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil dieser Server ein Zeitfresser ist. Das Rübenfeld hier ist auch fertig gewachsen. Morgen früh, wenn ich wieder drauf gucke, ist es wahrscheinlich nicht mehr fertig. Ich habe hier auch eine Rindzucht angefangen, eine kleine. Da habe ich auch eine Kiste mit so ganz wenig Weizen, dass ich die immer füttern kann. Die kann man alle 5 Minuten füttern, deswegen kann ich die jetzt nochmal füttern. So, kriegen wir noch eine kleine Babykuh. Da ich hier ein Schwert mit Looting 3 habe, will ich mir gerade mal ein paar Kühe hier hinzüchten, die ich dann verprügeln kann. Perfektes Wetter, um eine Brücke zu bauen. Ich weiß nicht, ob ich sie... Ich glaube, ich baue die symmetrisch zur Tür. So, die soll so 3 Felder breit sein und ist eine Steinbrücke, würde ich sogar vorschlagen. Was keiner widerspricht, finde ich gut. So. Steine. So, dann nehmen wir noch Zäune mit. Slabs. Und Fichtenholz. Sollte alles reichen, um eine Brücke zu bauen. So. Ist die Frage, ob ich die so baue. Dann mit so Baumstämmen an der Seite. Hab ich gerade extra in der Aufnahme gemacht, damit ich networke. Also, ja. Also freut er sich doch über sein Geschenk. Ist doch schön. Bin noch am Aufnehmen. Erst gleich. Als würde ich es wegnehmen danach. Genauso. Ich bin voll der nette Zombie. Und dann nehme ich es einfach ein paar Minuten. Okay, pst. Nehmen wir beide Holzsteinsorten. So. Ich hab so erwartet, dass Chiki das schreibt, wenn sie weiß, dass ich aufnehme. So.
Ist eigentlich eine schöne Steigerung für eine Brücke. Ah. Das tun sie doch schon. Ich würde eigentlich am besten Erde nehmen, um so Bauzeug hinzuhauen. Erde ist immer schön beim Bauen. Oh Mann. So. Da. Hier. Dann mache ich es doch. Machen wir es doch so nach innen eins und dann machen wir immer zwei und dann steigt es. Also so, so. Und da wieder Dirt. So. So. Und da wieder ein Dirt. Irgendwie so. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Halt, irgendwas ist falsch. Der Dirt müsste schon dahin eigentlich. Jo, sieht doch eigentlich ganz geil aus. Das feier ich. So und so. Können wir erstmal so einfach gerade Brücke rüberziehen. So. Dann tun wir so, als würde dieser Berg hier nicht existieren. Danke. Reißen da noch so ein bisschen Wiese ein. Ignorieren den Zombie da vor uns. Maudado LPs. Zorn! Ja, mit der Ausrüstung spielt sich schon mal besser. Spinne. Hackerspinne. Die hat einen Schuss überlebt. Ich muss hacken. Reißen diese Bergkante auch noch ab, damit es nicht so aufgequetscht wirkt. So. Das ist die Überlegung. Also eigentlich würde ich auf jeden Fall noch einen Baumstamm mehr hinsetzen. Einfach weil es dann rückiger ist. Und auf die Baumstämme könnte ich eigentlich hier so einen Zaun hinsetzen. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wäre eine sehr schöne Brücke, finde ich. Sehr schöner Übergang. Es ist nur die Frage, wie wir den Rest hier gestalten. So, ich tue mein Schwert auch weg. Können jetzt ja mit dem Bogen im schlimmsten Fall wehren. Weg. Okay. Wir wollen hier ein Battle. Da hinten ist noch ein Skelett. Ich weiß, es ist so nervig, wenn ein Skelett hier mit einem Feuerbogen spawnt, ne? Ihr glaubt es nicht. So ekelhaft. Die Landschaft hier gehört ausgeleuchtet, sonst kriege ich jetzt hier häufiger Besuch, als ich möchte. So. Ich habe es einfach gegen diese Wiese gesetzt, die da am Boden ist. Ich glaube es auch. So. Soll ich jetzt dazwischen einfach Zaun setzen? Ich wollte eigentlich nur bei den steigenden Stückchen so ein bisschen was haben. Und hier können wir eigentlich zwei hochgehen. Das machen wir hier drüben auch. Eins. So, und zwei. Eins rüber, hoch. Rüber. Hoch. So. Ja, finde ich ganz cool. Wenn wir hier oben auf diese Dinger, wenn wir da irgendwie hinkommen, Fackeln oben drauf setzen. So. Dann hat man da einen coolen Eingangsbereich zu mir hin. Jo, da müssen wir nur die Brücke irgendwie nochmal mit Soundhorn absichern. Ich weiß auch ganz genau natürlich, wie mein Soundhorn-Tor craftet. Nämlich genau so. Oh, stimmt sogar. Okay, sehr gut. Fichtentower-Tor. So, dann haben wir da nochmal Zäune rein. Tun die Brücke nochmal eins. Ne, da tun wir Kiesweg hin. Kies habe ich auch noch ein bisschen was. Und hier hätte ich gerne einen Glasboden drin.
dass ich so in mein Lager runtergucken kann. Das hatte ich schon mal drin, einfach wegen was Alten, was ich gebaut hatte, aber es hat mir irgendwie ziemlich gut gefallen. Deswegen dachte ich mir, dass ich das nochmal einrichten kann. Und wir haben endlich eine produktive Folge geschafft, wo ihr endlich mal was gesehen habt. Ich baue in Minecraft unendlich gerne an Häuser, die ich schon fertig habe, weiter rum. Ich weiß nicht wieso. Aber ich tue es gerne. So. Hallo, Mr. Enderman, der keinen Regen mag. So. So, dann brauche ich da diese Half-Slabs. So sind die Wege generell in der Stadt hier gebaut. Genau. Und dann machen wir einfach noch so. So, und wer jetzt zu meinem Haus hinbauen will, kann das ja tun. Ich widerspreche da nicht. Einzige, was ich noch gerne machen würde, ist einfach aus Prinzip den Zombie abschießen. Nein, eigentlich nicht. Hier noch eine Steinmauer entlang ziehen. Weiß, es wirkt jetzt ein bisschen seltsam, aber so springen wenigstens keine Monster auf meinem Grundstück entlang. Es würde mich dann doch etwas glücklicher machen, wenn ich weiß, dass ich nicht von Monstern überrannt werde, wenn ich mal kurz AFK bin. So. Jo, das ist ziemlich gut. Da hätte ich sogar noch gerne einen dort. So. Können wir da auf die Spitze mal eine Fackel draufhauen irgendwo? So. Jetzt ist das doch ein wenig monstersicherer. Und hier auf die Spitzen wollte ich auch noch Fackeln drauf haben. So, haben wir da an die Wand sollen die Fackeln und dann sollte hier drin eigentlich nichts mehr spawnen. Ich wollte hier eigentlich eine Wendeltreppe nach oben auch bauen, aber das passt nicht ganz mit der Erde. Beziehungsweise mit der Hausbreite, weil man kommt da hier irgendwo raus. Muss ich auch nochmal gucken, wie ich das dann mache. So, wir haben auf jeden Fall hier so eine kleine Brücke rangebaut. Wenn ihr noch Vorschläge oder Verbesserungsideen habt, sagt Bescheid. Und bedanke mich fürs Zusehen. Denke ich. Bedanke ich mich? Nö, ich hasse euch. Geht weg. Nein, natürlich nicht. Ich überlege nur gerade, ob ich noch irgendwas vorhabe, ob ich noch irgendwas umsetzen möchte. Ich kann ja mal gucken, wo denn mein Boden verläuft. Da ist der eine und da ist die Haustür. So, gehen wir mal hoch. Wie wäre es denn am coolsten? Am coolsten wäre es auf jeden Fall, wenn es nicht direkt an der Tür wäre. Also ob da. So, natürlich auch nicht direkt über den Kisten. Also bis da. Dann könnten wir eigentlich. Ja, ein 3x3 wäre eigentlich das Beste, was sich hier ergeben könnte. Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich es besser machen könnte, sagt einfach Bescheid. Ich setze es jetzt erstmal so hin. Ich habe nur gerne so einen kleinen Blick nach unten in mein Lager und von unten nach oben so ein bisschen Tageslicht hier rein. Finde ich ziemlich modern. Auch wenn wir eigentlich mittelalterlich bauen, egal. Ich habe einen Glasboden, ich kann es mir leisten. Bin der Diamond King. Was ich noch hier kurz hinbauen möchte, ist eine Tür. So, ansonsten könnt ihr mir noch Sachen vorschlagen und wir bauen auch in den nächsten Folgen noch ein bisschen an meinem Haus weiter. Oder falls sich irgendwas ergibt, können wir das natürlich auch machen. Ich mache dann gleich noch eine kleine Rundschau, wenn ich die Tür gesetzt habe. Gut, Simbel. So, sind wir von der Seite auch wieder sicher. Das ist schön. Debitor hat sein Haus schon weitergebaut mit schwarzen Fenstern, wie es scheint. Debitor, Lord Debitor im Hang 2. Bei Debitor seinem Haus habe ich immer Angst, dass es irgendwas explodiert, wenn man es betritt. Ach, guck mal, er hat einen Briefkasten. Das finde ich aber auch ziemlich süß. Das kopiere ich gerade mal noch. Das finde ich echt cool. Da kann man sich dann so benannte Hühnchen schicken und so. Die habe ich jemanden für 2 Diamanten abgekauft. Ihr seht, ich habe noch 12. Da muss ich mal wieder minen gehen, weil ich jetzt halt noch ein paar verschwendet habe und gerade 5 verschenkt habe und mir ewig viele
Dia-Schwerter gekraftet habe und Spitzhacken und so. Aber es läuft, ansonsten läuft's. Und von der Rüstung her seht ihr, da ist meine Kettenrüstung gerade. Die ist noch lange nicht repariert. Hier habe ich Kuchen von Manu bekommen, weil ich ihm mal 12 Eisen geliehen habe. Und er hat es mir in Kuchen zurückgezahlt, weil er natürlich kein Eisen hergibt. Der scheiß gierige Bastard. Und Briefkasten wollte ich bauen. Genau, deswegen wollte ich hier zu meiner Holzkiste. Da habe ich eh noch 1000 Kisten drin. Und Schilder und Zäune habe ich auch. Und dann kann ich ja so eine Art Briefkasten bauen. So. Im Briefkasten bauen wir hier hin. Zack, zack. Zombies. Briefkasten. Wir machen es anders. Moment, wir lassen uns ein bisschen Zeit noch. Dann gibt es keine Serverrundführung. Dann schauen wir mal morgen, ob wir uns umgucken können. Aber ich möchte mir einen Trichter bauen. Wie baut man einen Trichter? Bestimmt einfach irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, wie man Trichter baut. Ich habe nie einen gebaut. Trichter Minecraft. So, gucken wir mal. Einen Trichter. Mit einer Kiste drin. Ah, okay. So, und dann eine Kiste in die Mitte. Ah, ein Trichter. Den trichtern wir als ein Rezept. Das Rezept. Was ist genau da drunter? Ah, okay. Schade. So, dann tun wir da eine Kiste hinsetzen. Das ist Schwachsinn. So. Da schreiben wir es in Zombies, Briefkasten. Setzen da die Kiste. Nein, noch eins tiefer. Muss ich mal schauen, dass ich dann einen Weg von meinem Haus dahin baue. Wow, ich will doch nur einen Block weg haben. Chillschaufel. Setzen da die Kiste hin. Machen die C-Private. So, die gehört jetzt nur mir. Setzen da den Trichter drauf. Dann können wir jetzt was reinwerfen, ne? Und das ist dann jetzt, wenn wir hier kurz mal runter gucken. Nicht da drin. Wie funktioniert das mit einem Trichter? Ich habe keine Ahnung. Aber nicht so. So viel haben wir gerade gelernt. Okay. Gott sei Dank. Einfach. Muss man den nicht noch mit Ducken an die Kiste ransetzen? Oder brauchen die Redstone oder so zum Funktionieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die Redstone brauchten. Trichter das doch da rein. Oder muss ich die Kiste mit Ducken dran setzen? Ah, ich musste die Kiste daran setzen mit Ducken. Schauen wir mal. Ja, okay. Oder geht es nicht, dass das Zeug in gesicherte Kisten einlagert? Ah, das geht nicht. Da war das Problem. Okay. Ja, egal. Vielleicht baue ich da mehrere Trichter hintereinander und mache so einen Trichterpfad. Zombies Briefkasten. Jupp. Gleich fertig.
Gut, dann habe ich hier einen kleinen Briefkasten für mich gebaut. Da kann man Zeug reinwerfen. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich das irgendwie unterirdisch mit mir verbinde. So. Was mache ich denn so lange? Ja. Würde ich auch gern wissen. So. Da muss ich dann. Das mache ich jetzt offscreen dann noch fertig. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann. Tschüdelü.